Zunächst die Gäste aus Bernau mit der Nummer 3, Philipp Schwarz. Mit der Nummer 3, Philipp Siegel. Die Nummer 13, Leo Martin. Die Nummer 14, Philipp Schramann. Die Nummer 15, Medio Benefeld. Die Nummer 16, Armand Dönnis. Die Nummer 20, Linus Huhn. Die Nummer 21, Emilio Barrio. Die Nummer 25, Elias Capito. Die Nummer 34, Akim Jamal. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier aus der Sömmeringhalle. Es ist Derby-Time, Berlin Braves gegen die Lok aus Bernau. Hier geht's gleich los in 5 Minuten. Wir schauen nochmal einmal ganz kurz auf den letzten Spieltag beider Teams. Die Lok hat die TSK 49ers aus Stahnsdorf zu Gast gehabt. Dort wurde gewonnen 80-72. Elias Rapike mit 23 Punkten, 5 Assists, Topscorer, gefolgt von Ronald Garrick Russo mit 21 Punkten. Und kurzen Blick jetzt auf das Berliner Spiel vom letzten Wochenende, was leider verloren ging gegen den Tabellenzweiten aus Köln mit 79-85. Male Jean-Louis dort mit 16 Punkten. Topscorer, gefolgt von Philipp Daubner und André Kosemjakin mit jeweils 15 Punkten. Bitteres Spiel aus Sicht der Berliner ist es gewesen. Im zweiten Viertel mussten sie ohne Andy Seifert auskommen, der mit einem disqualifizierenden Foul die Halle verlassen musste und deswegen heute auch nicht dabei sein wird in diesem sehr wichtigen Derby, wo es für die Berliner um den Heimvorteil in der ersten Runde in den Playoffs geht und für die Bernauer um den Einzug in die Playoffs. Wir schauen da einmal auf die Tabelle. Die Bernauer grüßen von Platz 9 mit 9 Siegen und 14 Niederlagen und die Berliner von Platz 5 mit 14 Siegen und 9 Niederlagen. Und wenn man sich das Hinspiel nochmal ins Gedächtnis ruft, da
weiß man, dass auf jeden Fall noch eine Rechnung offen ist. Die Berliner kamen damals nach Bernau mit voller Mannschaft. Ganze 12 Jungs sind dort an den Start gegangen. Und man hat sich ein bisschen verwundert die Augen gerieben. Die Bernauer standen dann nur mit 7 Leuten. Und diese 7 Leute hatten es aber in sich. Ich würde sagen, da wurde gleich von Anfang an mit dem Mut der Verzweiflung gespielt. Und das hat die Berliner ein bisschen überrascht. Am Ende stand eine Niederlage zu Buche aus Sicht der Berlin Braves. 70-64 gewann die Bernauer dieses Spiel. Damaliger Topscorer war George Michael Philip Brock mit 26 Punkten, 7 Assists. Er kann heute verletzungsbedingt nicht mitwirken, aber dafür ein anderer Spieler, der schnell mal nachverpflichtet wurde. Und es ist ein bekanntes Gesicht, denn er hat in der Hinrunde für die Braves gespielt. Jacob Mampuya mit der Nummer 35 hatte einen Rocky-Start in seine zweite Saisonhälfte mit den Bernauern. War ein bisschen verletzt, habe ich mir sagen lassen. Aber mal schauen, ob er hier gut reinkommt. Und ja, generell auch die Bernauer. Es sah nicht so aus, als ob die Bernauer wirklich zu den Top-Teams dieser Liga gehören. Als man sich, sag ich mal, die ersten 6-7 Spiele angeguckt hat. Da haben sie eher vom unteren, ja, da sah es halt eher aus, als ob sie gegen den Abstieg spielen. Aber irgendwie haben sie es geschafft, diese Saison doch jetzt nochmal umzudrehen. Und ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ab jetzt wieder die Borderline-Alba-Spieler mithelfen, so wie der Herr Elias Rapike und auch der Linus Ruf, die heute auch im Aufgebot stehen und es wahrscheinlich den Braves dort schwer machen werden auf der Center-Position, weil da klafft natürlich jetzt ein Riesenloch, wenn Andreas Seifert nicht von der Partie ist. Dafür spielt aber heute wieder sein Bruder Martin Seifert, der wieder genesen ist. Und ja, wir dürfen uns freuen auf ein spannendes Spiel, auf Derby-Atmosphäre. Die Halle füllt sich hier. Viele Bernauer Fans sind mit hierher gepilgert in die Sömmeringhalle und ich freue mich drauf. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder da mit dem Tip-Off. Lok Bernau gegen die Berlin Braves. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück, pünktlich zum Tip-Off. Martin Seifert hier gegen Akeem Jamal Jonah um den ersten Ballbesitz. Und der ist bei den Bernauern. Und Mio Banic bringt den Ball. Prozentov mit Jonah und der erste Rebound für die Berliner und Andri Kosemjakin im Ballvortrag für die Braves. Martin Seifert, kurzer Handoff mit Seth Kompis, Philipp Daubner springt den Ball herum auf Kosemjakin, der bringt den Ball rein auf Seifert und der wird dann mal abgeräumt von Jonah und Elias Rapik mit seinem ersten Dreier für die Bernauer. Und jetzt gleich mit ganz viel Druck hier am Point Guard
der Berliner. Und starke Defense von den Bernauern. Rousseau swingt den Ball dort rum auf die Nummer 14, der Bernauer, Clint Hamann. Zwei schnelle Dreier hier zum Anfang für die Bernauer. Ball geht wieder inside auf Seifert. Der masselt sich da gut durch, aber Schrittfehler von Martin Seifert. Standbein gelöst. Und Einwurf für die Bernauer. Und starke Defense dort von André Kosimjakin. Gut Druck gemacht dort auf Barnic. Und um den Fastbreak dort zu verhindern, das schnelle Foul von Barnic. Einwurf für die Berliner auf Kompass. Der US-Amerikaner in die Corner dort zu Simon Dubenpaul. Und der mit dem Off-Balance Sideways Floater, wenn man das so nennen kann. Aber jetzt geht es wieder in die andere Richtung mit Elias Rapike. Interessantes Matchup dort. Rapike. Elias Rapike gegen André Kosimjakin. Hoppa. Und da war noch eine Hand von dem Bernauer dazwischen. Jetzt Rousseau im Ballvortrag. Jonah. Pick and Roll. Rapid mit Jonah. Und der verlegt den. Jetzt. Rapik dort. Mit der Verletzung. Hat er irgendwas gegen die Rippen gekriegt von Seth Kompass. Seth Kompass da gut seinen Körper reingestellt. Aber wahrscheinlich mit ein bisschen zu viel Ellenbogen. Und jetzt Mali Jean-Louis auf dem Feld gegen seinen ehemaligen Mitspieler Jakob Mampuya, der gleich mal mit einem guten Pass dort inside auf Barnic. Barnic mit dem Foul. Beide Freiwürfe drin. Kosimjakin. Handoff mit Paul. Und Daubner mit seinem ersten Dreier. Und der sitzt. Bringt die Braves damit aufs Scoreboard.
sind ganz sicher bei ihm. Jetzt Jakob Mampuja mit dem Drive in die Zone. Verliert er den Ball. Brave-Spieler da gut. Eine Hand dazwischen. Kusimjaki im Pick'n'Roll mit Martin Seifert. Spaziert er durch die Zone. Nochmal Pick'n'Roll. Kusimjaki mit Martin Seifert. Ball läuft jetzt gerade nicht. Noch 3 Sekunden. Martin muss werfen. Ja, der Angriff war ein bisschen ideenlos. Aber Glück hier für die Braves. Dass die Hände da ein bisschen schwach waren. Von der Nummer 14 von Hamann. Das kann man von hier nicht sehen, aber Elias Rapik liegt dort an der Seitenlinie hinter der Bank. Ist wohl etwas Ernsteres. Und wer weiß, ob er jetzt nochmal zurück ins Spiel kommt. Aber jetzt erstmal die starken Punkte am offensiven Brett von Simon Dubepaul. Der auch wieder in der Defense gegen Rousseau. Ball geht inside auf Jonah gegen Noah Litzbach, der jetzt auch im Spiel ist. Und Daubner gegen Ruf. Und gute Defense von den Berlinern. 24 Sekunden abgelaufen. Ballverlust für die Braves. Ballverlust für die Lok aus Bernau. Berlin Braves jetzt im Ballbesitz und im Angriff. Und Daubner mit seinem zweiten Dreier. Na klar trifft er den. Wie gesagt, das ist sein Sweet Spot dort oben. Ganz stark zum 8:8 jetzt. Und jetzt Barnett vertändelt den Ball. Nächster Turnover. Gute Defense von Kosimjakin. Und wie es aussieht, war es doch nicht so schlimm. Rapik wieder auf dem Spielfeld. Auch Philipp Sebastian Schwarz jetzt in der Partie. Und erstmal ein Drive hier von André Kosimjakin. Steht er gut in der Luft und scored jetzt zum 10:8. Jetzt Mali gegen Elias Rapik. Jonah mit dem Drive dort rein. Oh, Schrittfehler, ganz knapp. Rutscht dort ein bisschen mit dem Standbein. Jetzt aus der Corner. Linus Ruf mit dem nächsten Dreier. Und Marley Jean-Louis mit seinem ersten und dem Friendly Roll. Und der Auszeit. Timeout für die Bernauer, die jetzt erstmal die Blutung stoppen müssen. Berliner kam etwas slow rein in dieses Spiel, haben sich da wieder gut gefunden. Bernauer wiederum mit starker Quote aus dem Dreipunktbereich, wofür sie eigentlich nicht bekannt sind. Gehören tendenziell eher zu den etwas schwächeren Teams, was die Dreipunktquote angeht. Knapp bei 30%. Berliner wiederum bei 35% über die Saison gesehen. Und wir sind mal gespannt,
ob die Quoten sich hier halten werden. Philipp Daubner schon mit 6 Punkten, 2 Dreiern. Auf der anderen Seite Minusruf mit 3 Punkten, Elias Rapike mit 3 Punkten. Und jetzt geht es hier weiter mit Einwurf Baseline für die Bernauer. Und irgendwas scheint Chacha dort sauer gemacht zu haben. Ich weiß auch nicht ganz genau, was jetzt dort der Punkt war. Aber wird schon seinen Grund gehabt haben. Jetzt geht es erstmal weiter. Linus Ruf beim Einwurf und Elias Rapik mit dem Ballvortrag. Und Schrittfehler, nächster Turnover. Philipp Schwarz. Neuer Mann im Spiel für Jonah. Meo Martin. 20 Jahre jung. Und auch bei uns jetzt der sehr junge Point Guard auf dem Spiel, Jermaine Fleck, der gerade mit der NBBL aufgestiegen ist. Und ein Zauberpässchen von Jermaine Fleck auf Noah Litzbach und der testet erstmal die Korbanlage. Two-handed flush, ganz stark, Noah Litzbach, der heute wieder sehr viel, sehr, sehr viel Load carryen muss, gerade an den Rebounds. Pick and Roll wieder mit Elias Rapik. Martin mit dem Dreier. Und Ballbesitz für Bernau. Peak. Nimmt ihn ja sofort. Den Dreier aus dem Einwurf. Guter Rebound von Alex Dimitrievich. Er jetzt auch auf dem Spielfeld. Und Noah Litzbach den Minusruf. Gut den Mann dort fliegen lassen. Und Noah Litzbach mit dem And One. Sein vierter Punkt. Stark gemacht dort. Vom Berliner mit der Nummer 4. Und jetzt mit seinem 3-Punkt-Spiel. Ah, packen dort die Trap aus. Die Berliner. Spielt Alex Dimitrievich jetzt mit viel Druck an Elias Rapik. Und das verstehe ich auch nicht ganz, warum es jetzt dort
zwei Freiwürfe gibt. In meinen Augen war das noch nicht in der Wurfbewegung, sondern davor. Schiedsrichter korrigieren dann nochmal den Pfiff. Einwurf-Sideline. Mampuja beim Einwurf. Und Elias Rapid wieder mit dem Pick and Roll. Laufen viel über ihn. Ist die unangefochtene erste Option dort im Angriff. Und der Drive von Jakob Mampuja. Der mit dem wilden Wurf. Und Jermaine Fleck. Wieder guter Drive. Und Kick raus. Auch Noah Litzbach, der aus der Mitteldistanz mit seinem ersten Fehlwurf. Und Linus Ruf. Ganz ruhig. Ganz solide mit dem ersten, nein, mit seinem fünften Punkt direkt in der Zone. Und Jermaine Fleck mit dem kleinen Stepback über den Big Man hinweg mit seinem ersten Dreier in dieser Partie. Ganz starkes Ding. Vielleicht sehen wir das auch gleich nochmal im Instant Replay. Ja. Bang! Stark gemacht vom 19-Jährigen. Und Elias Rapik jetzt noch zwei Punkte, zwei Sekunden und guter Block dort von Noah Litzbach, der mit dem Drive zum Korb und wird dort gefoult von Martin. Auch das schauen wir uns gerne nochmal an. Guter Block hier von Noah Litzbach. Stark. In meinen Augen spielen die Bernauer hier viel zu viel über Elias Rapid. Die ganze Zeit Pick and Roll für den Mann zu spielen, kann auch nicht das Wahre sein. Bin gespannt, ob sich das nochmal ändert im Laufe des Spiels. Aber jetzt schauen wir erstmal, was Jermaine Fleck hier macht. Malik Jean-Louis aus der Corner mit dem nächsten Dreier. Die Berliner sind heiß. 24 zu 13. Starke Vorstellung vom Team von Chacha. Und der nächste Rebound von Alex Dimitrievic. Emanuel Schüler jetzt in der Partie. Ball wieder zu Litzbach. Jermaine Fleck jetzt mit dem Drive. Kick raus auf Litzbach. 5 Sekunden noch auf der Shotclock. Er mit dem Fadeaway. Und Emanuel Schüler mit dem Foul beim Rebound. Ist ein bisschen ungestüm hochgegangen. 8 Sekunden jetzt auf der Spieluhr. Mal gucken, was die Bernauer jetzt daraus machen. Rapid möchte den letzten Wurf hier haben gegen Litzbach. Wildes Ding gegen das Brett. Und Berlin finisht hier ganz, ganz stark in diesem ersten Viertel. 24 zu 13. Gutes, ausgeglichenes Scoring. Gute Leistung hier der Second Unit. Starke Defense. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Bernauer von diesem ersten Viertel erholen werden. Der Trainer muss das jetzt ansprechen. Es kann nicht sein, dass da jeder Angriff über Rapik gelaufen wird. Natürlich ist es ein talentierter Spieler, aber alles ein bisschen zu eindimensional in meinen Augen dort, die Offense. Aber wir schauen mal, was gleich hier im zweiten Viertel alles so passieren wird. Wir sind gleich wieder zurück. Let's go.
Und wir sind wieder zurück mit dem zweiten Viertel an diesem Derby-Samstag. Einwurf Alex Dimitrievic. Die Braves im Ballbesitz. Ball dort. Inside Kusumjakin auf Dimitrievic. Ball geht inside zu Seifert. Und Mali Jean-Louis mit dem ganz weiten Dreier ins Gesicht von seinem Verteidiger. Mali Jean-Louis läuft hier wieder heiß. Auf jeden Fall NBA-Dreier-Distanz, das Ding. Stark gemacht, 27 zu 13. Die ersten Punkte in diesem zweiten Viertel. Und es geht wieder über Ilias Rapik. Banic mit seinem Dreier. Und guter Offensiv-Rebound dort von Jonah. Foul von Martin Seifert. Jonah kann dort den ersten nicht verwandeln. Und auch der zweite daneben. Kusumjakin, Dimitrievic, short pick and roll. Emanuel Schüler kick raus auf Dimitrievic, der mit dem wide open Dreier. Leider daneben. Und die Lok jetzt im Gegenzug. Banic heute noch gar nicht im Spiel. Und der Ball geht dort inside auf Jonah. Der wühlt sich da durch. Und das nächste Foul gegen die Braves. Manuel Schüler. Gesehen dort von Dörries mit dem Pass auf Rapik. Manuel Schüler mit dem schlechten Pass dort auf Mali Jean-Louis und den Fast Break. Nächstes Foul von Emanuel Schüler, der mit seinem dritten jetzt. Und schon das vierte Teamfoul. Der Berliner. Seth Komp ist jetzt wieder in der Partie. Und das smarte Play dort von Banic, der den Ball an den Rücken von Martin Seifert spielt. Und jeder Spieler kennt dieses Play und jeder hasst es, wenn es passiert. Aber Martin Seifert mit der guten Antwort und seinen ersten Punkten. Jonah, gut verteidigt dort, Martin Seifert. Unnötiger Ballverlust. Und das nächste gezogene Foul von der Nummer 34, von Hakeem Jamal Jonah. Rousseau wieder im Spiel. Zweites persönliches Foul.
Jonas scheint ein gutes Tage zu sein für Fouls. Schon sein dritter Fehlwurf hier von der Linie. Und der sitzt jetzt mal. Ali, kurzes Dribbling, nimmt den Dreier. Der Fehlwurf. Ball geht inside auf Dörries. Oh, was probiert er denn dort, der Jonah? Will dort Martin Seifert mit in den Ring stopfen. Aber Martin Seifert hat da gut seine Hand dran. Wäre sonst auf jeden Fall ein Poster geworden. Und jetzt Barnett gut um den Pick rumgekommen. Und mit den 2 Punkten aus der Mitteldistanz. Und jetzt die Auszeit für die Braves. Wir machen auch eine kurze Pause, sind gleich wieder da. Statistiken in Berlin, ganz starke 75% aus dem 3-Punkt-Distanzbereich. Und jetzt aber erstmal wieder André Kosiniakin im Angriff, Schrittfehler von Simon Dubopol. Auf Rousseau, der mit dem Dreier und seinen ersten Punkten. Kosiniakin, Daubner, normalerweise eigentlich seinen Wurf, hätte er sofort nehmen müssen. Da Peak jetzt im Fastbreak und der verstopft sich. Eieieiei. Auch das passiert mal. Fastbreak Opportunity hier über Seth Kompis, der dort ging. 2 Center. Der Ruiz mit Kick auf, raus auf Jonah. Ah, die Berliner müssen da aufpassen am offensiven Brett. Da merkt man ein bisschen, dass die Berliner undersized sind. Jetzt brauchen sie ein bisschen mehr Einsatz, ein bisschen mehr Hustle dort unten. Und der Mann für Hassel, beziehungsweise der den Namen Hassel wahrscheinlich als zweiten Vornamen trägt. Noah Litzbach wieder in der Partie für Martin Seifert. Ist noch nicht ganz seine Partie. Und Jonah wieder
an der Freiwurflinie. Macht den ersten. Und auch sicher diesmal mit dem zweiten. Ball in den Corner. Jermaine Fleck. Jetzt auf Daubner. Kick raus. Philipp Born mit dem Drive. Und Kick raus auf Jermaine Fleck. Der mit dem Fehlwurf. Jonah jetzt das Mismatch. Da geht die Zeit auf Rapik. Der mit dem Passfake. Und seinen nächsten Punkten. Er steht 29 zu 27. Die Bernauer sind zurück in dieser Partie. Haben auch umgestellt hier auf eine Zone. Berlin kommt nicht ganz so gut klar damit gerade. Es fehlt einfach dieser Red in der Mitte, der Center in der Mitte und Dörries mit den nächsten Punkten inside Kleiner Rückstand zum Ausgleich 29 zu 29. Man merkt, die Bernauer haben ein bisschen umgestellt. Rapik nicht mehr ganz so viel im Fokus. Ball geht jetzt viel inside. Dort, wo die Mismatches sind. Und so haben sie sich jetzt zurückgekämpft. Berlin mit über einer 10-Punkte-Führung hier ins zweite Viertel gestartet. Jetzt der Ausgleich gerade. Und mal schauen, was Tschatscher sich da jetzt ausdenkt. Es wird höchstwahrscheinlich um die Zone gehen und wie diese zu knacken sein wird. Schauen wir uns das jetzt mal an. Fleck. Hat er die Antworten parat, die Berlin jetzt braucht? Daubner aus der Distanz mit dem Dreier. Jermaine Fleck mit dem Offensiv-Rebound, aber da war nochmal ein Foul dazwischen. Konnte nicht ganz sehen, wer das begangen haben soll, aber Nummer 95, Rousseau. Jetzt erstmal Einwurf. Unterm Korb. Paul steht dort in der Corner komplett frei. Jetzt Bach inside mit dem Midrange Jumper. Nicht ganz sein Wurf. Jetzt Rousseau im Gegenzug. Rousseau, was macht er? Ball auf Rapik, gut gesehen auf Jonah. Daubner muss dort helfen und Jonah sieht dort perfekt Dörries unterm Korb. Guter Bounce Pass. Und Litzbach probiert es dort inside gegen alle. Und der Ballverlust von Rousseau, gute Defense von Marley Jean-Louis. Und der zieht das Foul, verkauft es auch ganz gut. Mit einem kleinen Kopf in den Nacken-Move. Wie man den so häufig auch manchmal sieht.
Barnitsch beschwert sich da. Kann man natürlich verstehen. Ein kurzer Handshake. Und weiter geht's. Lützbach. Gut gesehen von Noah Lützbach, der mit dem Bounce Pass auf den cuttenden Alex Dimitrievich, der mit seinen ersten Punkten Barnitschers blinder Drive dort in die Zone. Und Dimitrievich mit seinem Foul Nummer 2. Schickt Barnitsch an die Linie. Barnitsch. Macht die beide rein. Kriegt jetzt erstmal eine Auszeit. Jakob Mampuja wieder zurück auf dem Spielfeld. Und wieder das interessante Matchup hier. Rapid gegen Kosiniakin. Rapid macht das gut. Und Emanuel Schüler mit dem starken Drive. Guter Offensiv-Rebound von Noah Lützbach. Und Alex Dimitrievich mit dem Notwurf. Und jetzt Rousseau mit dem Drive. Aber Alex Dimitrievich sagt, no, no, my friend. Und zieht dort das Foul gegen Jonah. Und Chacha will da ein Foul gesehen haben. Schiedsrichter geht da nochmal ins gepflegte Einzelgespräch, erklärt ihm das nochmal, bleibt dabei. Alex Dimitrievich. Mit dem ersten Freiwurf. Die Braves. Mit insgesamt 75% Freiwurfquote, ganz stark, stehen damit auf Platz 1 der Liga. Rapid wieder im Ballvortrag. Mit Hamann. Und Rousseau war da gerade am Cutten. Rapid ihn eigentlich gut gesehen. Auf einmal abgestoppt. Und somit Ballverlust für Bernau. Und Turnover für Elias Rapid. Jetzt Mali Jean-Louis mit dem Drive gegen zwei Mann. Und Elias Rapid mit dem Foul. Schickt der Mali an die Linie. Der erste sitzt. Und da gab es auch noch mal ein paar nette Worte von Jakob Mampuja. Wahrscheinlich gefragt, wie es der Familie geht. Aber hey, das gehört dazu. Und guter Druck dort von den Berlinern.
Kosiniaki mit dem Stil, sieht dort Mampuya heranrauschen. Hat darauf gesetzt, dass er hochspringt zum Block. Aber Mampuya einfach stehen geblieben. Kosiniaki da mit dem Versuch eines Wurfs. Geht leider daneben. Und Litzbach mit dem starken Rebound. Und Berlin macht das Spiel schnell. Und das ist so ein Mittel gegen die Zone. Berlin muss jetzt so weiterspielen. Es hilft nichts, dort die Defense sich formieren zu lassen und gegen eine Zone dort anzukämpfen. Die Berliner müssen das Spiel hier schnell machen und aggressiv verteidigen, um Stil zu kreieren. Das muss der Schlüssel sein. Jetzt 37 zu 33. 1:14 noch zu spielen in diesem Viertel. Wir sind gleich wieder zurück. So, noch 1:14 zu spielen und gleich hier in der Halbzeitpause werden die Jungs hier geehrt. Das ist das NBBL-Team der Berlin Braves und die haben letztes Wochenende, wenn ich mich recht entsinne, den Aufstieg klar gemacht. Und das muss natürlich heute in der Halftime-Show geehrt werden. Also bleibt vielleicht kurz dran. Wir sind gespannt, was da passieren wird. Jetzt aber erstmal in die letzte Minute, in die letzten paar Sekunden dieses Viertels. Und Berlin macht wieder gleich von Anfang an Druck. Da kommt die Trap. Gut ausgespielt. Rousseau mit dem Handoff. Curry ist jetzt mit dem Drive gegen Litzbach. Und Rousseau mit dem Dreier. Und dem Fehlwurf. Und jetzt wieder der Fast Break. Litzbach gegen Rapik. Und der verlegt den leider. Die Dinger müssen drin sein. Und der Drive war in meinen Augen absolut wild von Jakob Mampuya und verdient eigentlich keinen Pfiff. Aber wir schauen uns das gerne nochmal an. In meinen Augen, ja, hält der Mampuya ganz schön den Arm raus. Bulldozert sich da irgendwie durch. Und fliegt dann aber gleichzeitig irgendwie über die Füße von Dmitrijewitsch. Also der initiale Kontakt ging in meinen Augen von Mampuya aus. Aber hier vom Kommentatorentisch lässt sich das immer so leicht sagen. Wir haben natürlich hier die ganze Technik, um das sich nochmal anzuschauen. Und das nervt ihn natürlich, Dmitrijewitsch, jetzt das dritte Foul zu kriegen. Die Braves werden ihn noch brauchen. Jetzt die letzten 30 Sekunden. Zeit auf Daubner, Male, Jean-Louis kickt wieder raus auf Daubner und der mit seinem nächsten Dreier. Und ich würde mal sagen, dort so links auf.
auf ja, zwischen 75 und 80 Grad. Das, würde ich sagen, ist ab sofort die Daubner Zone. Und jetzt Jakob Mampuja mit dem letzten Wurf gegen den Mann, gegen Noah Litzbach, geht daneben. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Und jetzt gleich hier das NBBL-Team der Berlin Braves im Mittelkreis mit einer kleinen Ehrung. Also bleibt kurz dabei. Bis gleich. Aber was wir heute unsere NBBL-Mannschaft. Steht mal gerne alle auf, liebe NBBL. Kommt aufs Feld, stellt euch vor den Fans. Die Jungs haben definitiv das Ziel erreicht hier diese Saison. Sie haben es geschafft, den Aufstieg in der Jugendbundesliga in der U19 in die A-Staffel. Auf der B-Staffel, damit das Ziel erreicht, hatten sich für die Playoffs qualifiziert und die deutsche Meisterschaft. Da in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft gegen einen der Favoriten um die deutsche Meisterschaft fechterlich spielt. Sogar ein Playoff-Spiel gewinnen können. Top-Leistung, also Applaus für die Winzelkammer, bitte. Natürlich werden wir noch ein paar Stunden einfangen. Vielleicht nicht als alles den Kopfschmack. Der Sohnemann. Ja, Coach, zwei kleine Fragen, einfach nur eigenes Feedback, eigenes Fazit zur Saison. Wie ist es gelaufen? Wie haben die Jungs dich überrascht? Also haben sich richtig toll gemacht. Es war eine Steigerung zur Saisonbeginn bis eben jetzt zu den Playoffs. Wir haben Spaß gemacht an den Playoffs, einen Monat später, wer weiß. Jetzt war es natürlich ein super Ergebnis. Du hast die Jungs gut kennengelernt, kennst auch den jüngeren Jahrgang. Was denkst du? Was ist das Ziel, was sind die Ziele für die nächste Saison? Ja, es ist wieder ein Neuanfang. Viele im älteren Jahrgang, aber wir wissen, wie die Sachen laufen und sind schon zuversichtlich, dass es hier bis in die Jahre weitergeht. Alles klar, danke Coach. Applaus nochmal für den Coach hier. Natürlich. Wir werden nochmal eine Spielerstimme einfangen. Deswegen, Jungs, bleibt stehen. Ben, kommst du vielleicht kurz? Ben Lehnhardt. Ja, Ben hat dieses Jahr auch sein Profidebüt gemacht hier bei unseren Herren. Ich glaube, zwei Spiele. Richtig hier, glaube ich, in der Semmeringhalle das erste Mal gespielt. Also, wie war die Saison für dich? Wie ist es gelaufen? Ja, also, es ist auf jeden Fall sehr gut gelaufen. Alle, ich glaube, wir sind als Team über die Saison zusammenwachsen. Top. Ich glaube, du bist auch noch jüngere Jahre. Genau. Hast du auch noch einen Überleger vor dir? Was sind deine Ziele? Was denkst du? Was können wir als Team erreichen? Ja, also ich denke, wenn es gut läuft, dann können wir auf jeden Fall das Final Four erreichen. Und ich würde sagen, das sollten wir uns auch als Ziel setzen. Und ich denke, zusammen können wir das erreichen. Also, ihr habt es gehört. Nochmal einen Applaus für die NBBL.
I'm gonna take it.
und dann wird die Gesellschaft auch wissen, dass es der bessere Sport ist. Na, also wir müssen einfach die Organisation vom Basketball besser machen und Braves machen da einen sehr guten Job. Sie bringen Basketball viel populärer rüber, wir machen Camps und das hilft einfach auch, die Jugend, die Zukunft dazu zu animieren, Basketball zu spielen. Let's go. Basketball bedeutet alles für mich. Ball ist wirklich bei mir live. Mein größter Traum ist halt, in die NBA zu kommen. Aber mein momentaner Traum ist wirklich, aufs College zu kommen als Zwischenstart. We are here in Puerto Rico, where Giannis started his career. This was the court where it was before going to NBA. Free! Free! Wir sind wieder zurück aus der Halbzeitpause. Noch zwei Viertel zu spielen. 40-35 führen hier die Braves in diesem Derby an diesem Samstag. Und wir dürfen gespannt sein, wie beide Teams hier aus der Halbzeitpause rauskommen. Und Jonah erstmal mit dem aggressiven Drive zum Korb. Elias Rapik, das hat man vielleicht jetzt noch nicht so gut gesehen, aber gut dort den Raum freigeblockt. Und Daubner mit dem ersten Dreier aus der Corner und der sitzt gleich mal. Starkes Ding von Philipp Daubner. Und jetzt Kosimjakin gegen Barnic. Gammelt da so ein bisschen auf den Stil. Und Rapik nimmt sich da mal Emanuel Schüler im Low-Post vor. Und da muss eigentlich die Hilfe schneller kommen. Rapik da einfach zu gut im Low-Post. Und Philipp Daubner jetzt in der Mitte von der Offense-Zone. Noch 4, 3, 2, 1. Notwurf dort von Daubner. Und Barnic zieht dort
das Foul gegen Andrei Kosymiakin. Unsere Nummer 23, Andrei Kosymiakin, zweites persönliches. Gutes Foul. Fastbreak unterbunden. Kann man so mitnehmen. Jetzt wieder die Banau. Und der Ball geht wieder inside auf Rapik. Frage ist, wann sie dieses Matchup wechseln. Ich gehe davon aus, dass das jetzt häufiger gesucht wird. Ganz klares Mismatch dort unten. Rapik positioniert sich da auch immer gut. Martin Seifert. Jetzt erstmal mit den Freiwürfen. Erster sitzt. Und der zweite daneben. Rapik jetzt mit dem Drive zum Korb, aber blind ins Nichts dort gedribbelt und spielt sich dort den Ball auf die Füße. Kosymiakin, oh, ganz close dort am Schrittfehler. Hat er ein bisschen Glück gehabt in meinen Augen, findet dort Martin Seifert und der mit seinen nächsten zwei Punkten in der Zone. So, das Matchup hat jetzt gewechselt. Meine Schüler jetzt gegen Rousseau. Kosymiakin mit dem Drive Coast to Coast und den nächsten zwei Punkten. Das Spiel bleibt schnell für die Berliner und No Call dort unten. Jetzt Fast Break Chance. Emanuel Schüler mit dem Drive und das Foul von Rousseau. Foul war nicht beim Wurf. Deswegen Einwurf, Sideline, Kosymiakin. Und Daubner macht sich da aus der Mitteldistanz frei. Starker Rebound dort von Simon Dubé-Paul. Zweite Wurfchance und gut gesehen dort von Andrei Kosymiakin. Philipp Daubner cutte dort Backdoor, das hat wohl keiner erwartet. Ist nicht gerade dafür bekannt, dass er diese Cuts macht. Schauen wir uns vielleicht gleich nochmal in der Wiederholung an. Ja, ob wir die kriegen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber nichtsdestotrotz sehr schöner Cut. Guter Pass von Kosymiakin. 50 zu 41 für die Braves. Braves machen das gut. Lang erkannt, dass sie das Spiel hier schnell machen müssen. Sie wissen auch, dass sie nicht die Besten sind gegen eine Zone. Gerade wird hier viel Fastbreak laufen. Gespannt, was die Bernauer sich dagegen einfallen lassen werden. Der ist jetzt beim Einwurf und Barnett. Guter Pressure dort von den Braves. Viel Zeit dort von der Uhr genommen. Jakob Mampur jetzt mit dem Pass auf Rapik, der mit dem Airball und Dörries steht da goldrichtig, als der Ball runterkommt.
Man-to-Man-Defense. Kosymjakin gegen Dörries. Ball inside auf Seifert. Und der mit dem kleinen Hook, aber ein bisschen zu hart dort ans Brett gelegt. Barnic gegen Kosymjakin. Minusruf, dort im Pick and Roll. Barnic mit dem wilden Wurf am Mann. Gute Fastbreak-Opportunity dort von Simon Dubé-Paul und der mit den nächsten zwei Punkten für die Berliner. Mit den nächsten Fastbreak-Punkten vor allem. Und starke Defense dort von Simon Dubé-Paul. Wird aber leider abgepfiffen. Jakob Mampuja aus der Mitteldistanz hat sich sicherlich einiges vorgenommen hier in dem Spiel gegen seinen Ex-Club. Konnte bis jetzt dem Spiel noch nicht seinen Stempel aufdrücken. Gute Ballbewegung von den Braves und der nächste Dreier, diesmal vom Youngster Emanuel Schüler. Starke Ballbewegung hier. Elias Rapik jetzt wieder gegen alle, aber er hat einfach diese Klasse. Ball inside dort auf Seifert gegen Linus Ruf. Oh, Martin Seifert mit dem Babyhook. Und der Mann ist wieder zurück in dem Spiel. Starke Hände von André Kosymjakin jetzt. Und man merkt, Martin Seifert pumpt dort ganz schön. Er ist noch nicht der Alte. Er war lange, lange, lange verletzt. Aber die Minuten, die er hier geht, macht er viele gute Sachen. Nicht gut ins Spiel gefunden, aber jetzt ist er drin. Spielen jetzt auf dem Spielfeld Noah Litzbach und Alex Dimitrievich. Airball von Jakob Mampuja. Und die Berliner im Pick and Roll. Noah Litzbach und Jermaine Fleck. Hamann jetzt in der Partie für Dörries. Marley Jean-Louis flutscht dort der Ball ein bisschen durch die Finger und Linus Ruf mit dem Offensivfoul. Gibt auch Refs, die das weiterlaufen lassen, aber die Refs haben wahrscheinlich dort den Ellenbogen gesehen, der ein bisschen weit oben war. Noah Litzbach zieht dort dann das Foul. Interessant zu sehen. Benauer jetzt immer öfter in der Man-to-Man-Verteidigung. Und Dimitrievich begeht er sein nächstes Foul, das vierte Foul. Und man muss sagen, da beschwert er sich ein bisschen zu Unrecht. Zu wild dort eingegriffen. Und Rapik wieder mit dem Drive. Jetzt der Wurf aus der Mitteldistanz. Airball. Und Jermaine Fleck macht das Spiel wieder schnell. Ball auf Jean-Louis. Pick and Roll mit Litzbach.
Und Mali Jean-Louis mit dem Drive und zieht dort das Foul gegen Jakob Mampuya. Und Seth Kompis wieder in der Partie. Er hat jetzt lange gesessen. Er eigentlich auch so ein Spieler, der prädestiniert dafür ist, Fastbreak zu laufen. Bin gespannt, was sein Impact jetzt sein wird. Oh, stark gesehen! Seth Kompis. Guter Backdoor-Cut dort von Seth Kompis. Exzellentes Auge dort von Jermaine Fleck. Und den nochmal so abzulegen, ganz große Klasse. Noah Litzbach jetzt an der Linie für zwei. Der erste sitzt. Und auch der zweite ganz sicher. Exzellente Freiwurfquote der Berliner, 7 von 8. Jetzt im Gegenzug hier Hamann mit den schnellen Punkten. 12 Punkte Vorsprung für die Berliner. Schwarz hat sich da verletzt. Siedel jetzt für ihn auf dem Spielfeld. Konnte nicht ganz sehen, was da passiert ist. Hat sich, glaube, irgendwie den Nacken verrenkt. Gute Besserung an der Stelle. Jakob Mampuya jetzt am Einwurf. Rousseau. Mit dem weiten Dreier gegen Alexi Mitrijevic. Und der sitzt. Neun Punkte Führung für Berlin. Und aggressive Verteidigung dort. Und Mampuya kommt dort zum Helfen und begeht sein nächstes Foul. Sein zweites Teamfouls für die Bernauer. Zwei Würfe für Jermaine Fleck. Und Seth Kompis kommt wieder raus. Für ihn jetzt André Kosemjakin auf dem Feld. Bin gespannt. Kosemjakin jetzt auf die 2 gehen wird. Und Jermaine Fleck das Spiel organisiert. Wird sich wahrscheinlich abwechseln. Jetzt erstmal Rousseau auf Siedel und Foul off Ball von Noah Litzbach, der zeigt es an. Und gut verteidigt dort von den Berlinern. Aus dem Einwurf heraus gut Druck gemacht. Julius Ruf und Siedel konnten sich da nicht entscheiden, wer den Ball nimmt. Nächster Turnover für Bernau. Mittlerweile bei 12 Turnovern die Bernauer. Oh, jetzt hier der 10. Turnover für die Berliner. Mampuya jetzt mit dem Drive und dem Kick raus auf Linus Ruf. Rousseau. Raus auf Mampuya und der mit dem offenen Dreier
und den Fehlwurf. Es bleibt dabei, nicht sein Spiel, nur 2 Punkte. Jermaine Flagg mit dem starken Drive und dem End-One gegen seinen Ex-Teamkollegen. Starkes Spiel von Jermaine Flagg. Geht dort an die Freiwurflinie. Und man merkt, der Mann spielt gerade mit einer ganz anderen Confidence in meinen Augen. Am Anfang der Saison noch, ja, einfach noch nicht so solide gewesen, was auch klar ist. Ich meine, der Mann ist 19 Jahre alt. Aber es ist schön zu sehen, wie er langsam an Erfahrung gewinnt und jetzt auch in solchen Spielen gute, solide, sichere Minuten gibt. Und jetzt gerade auch den End-One mit reinmacht. Gute Defense jetzt hier von den Berlinern. Und der nächste Ballverlust von Bernau. Rousseau tippelt er auf der Baseline umher. Und der nächste Turnover von den Bernauern. Mal schauen, was Jermaine Flagg jetzt macht. Ah, gutes Hustle-Play hier. Ball bleibt bei Berlin. Flagg mit dem nächsten Pass raus auf Kosimjakin. Der vergibt den Dreier. Linsbach gegen Jonah. Dort unten können nicht ganz ausspielen, die Bernauer. Barnitsch mit dem wilden Dreier. Jetzt 6 Sekunden noch zu spielen. Kosimjakin, was macht er? Den muss er jetzt nehmen. Ah, schade. Kosimjakin mit dem Floater. Leider daneben. 64, 52. Berlin kommt jetzt besser klar. Stark aus der Halbzeit gekommen. Haben sich dem angenommen, was Chacha in der Halbzeit gesagt hat. Spielen viel mehr Fast Break. Lassen die Defense nicht formieren. Genau. Mittlerweile umgestellt auf Mann gegen Mann Defense. Das liegt den Berlinern viel, viel besser. Und Berlin auch ganz stark jetzt in der Defense. Hohe Intensität. Sind gespannt, ob die Bernauer hier nochmal zurückkommen können. Elias Rapid wird wahrscheinlich wieder mit aufs Feld kommen. Weiter geht's. Jermaine Flagg. Ja,
auf Marley Jean-Louis und dem darfst du einfach keinen Platz geben, Barnic. Das stand doch sicherlich im Scouting-Report, wurde wahrscheinlich eiskalt überlesen. Marley ansatzlos, sobald er ein bisschen Sonne sieht, drückt er einfach ab. Jetzt Jonah wird dort stark gedoppelt von Daubner und Litzbach. Und Daubner mit dem Offense-Rebound. Und gleich der nächste. Bang! 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 Let's go, Marley Jean-Louis. Microwave Marley macht seinen Namen wieder alle Ehre. Zwei Dreier direkt aus der Viertelpause und die schmecken richtig, muss man sagen. 70 zu 52, 18 Punkte Führung. Jetzt Barnic vielleicht mit der Antwort. Und da ist sie. Starker Dreier. Machen jetzt Druck hier. Die Bernauer. Daubner bringt den Ball dort über die Mittellinie. Und das Foul beim Pick von Jonah. Und Bernau probiert es wieder mit einer Zone. Ball in Zeit jetzt auf Litzbach. 2 Sekunden noch. Fade away. Jumper aus der Mitteldistanz. Daneben und Elias Rapik mit dem Drive. Kickt dort raus. Jonah, top of the key. Nimmt er nicht. Sucht Barnic zum Handoff. Und Rapik bringt den Ball in Zeit. Jonah mit den nächsten Punkten. Stark gemacht dort von Jonah. Ball in die Mitte auf Daubner. Und Jermaine Fleck aus der Corner. Leider Airball. Manuel Schüler erwischt dort seinen Gegenspieler ein bisschen im Gesicht. Bisschen zu spät vielleicht gepfiffen. Unglücklich. Das fünfte persönliche Foul. Fünftes Foul von Emanuel Schüler. Ah, ärgerlich. Für den jungen Spieler der Berliner. Und jetzt Barnic im Angriff. Und Rapik bietet sich da unten an. Und Daubner ist da bereit. Kleiner Push-Shot von Jonah. Geht daneben Martin Seifert wieder auf dem Spielfeld. Genauso wie Kosimjakin. Und Daubner, top of the key. Und Fast Break. Rapik mit dem nächsten Dreier. Und der sitzt. Und wir haben ein Tight Game. Stark gemacht von Elias Rapik. 70 zu 60. Wir machen auch eine kurze Pause. Sind gleich wieder da. Thank you.
wir sind zurück. Braves im Angriff. Und die Benauer wieder in der Zone. Daubner aus der Corner. Yes, Sir! Philipp Daubner mit seinen Punkten 15, 16 und 17. Ah, das muss sein, glaube ich, fünfter Dreier gewesen sein in diesem Spiel. Berliner machen ihrem Ruf alle Ehre als heißes Team von der Dreipunktlinie. Barnage auf Jonah. Pick and Roll mit Elias Rapik. Und der mit. Ah, okay. Mit dem gezogenen Foul. Ja, auch da habe ich schon Schiedsrichter gesehen, die das als Offense Foul gewertet hätten. In meinen Augen hat er dort schon eine Verteidigungsposition eingenommen. Aber was bringt es da jetzt nochmal hinterher zu weinen? Elias Rapik erstmal mit seinem Freiwurf. Der sitzt. Und auch der zweite sitzt. 73 zu 62. Ball wird gut bewegt dort. Simon DuPaul, den muss er eigentlich mal nehmen. Aber guter Pass raus dort in die Corner. Zu der heißen Hand Mali Jean-Louis, der leider daneben. Und Rapik. Barnage. Gute Defense. Gut die Hand dort im Gesicht. Simon DuPaul macht den Wurf dort für Elias Rapik sehr schwer. Und Kosimjakin zieht das Foul gegen Finn-Georg Siedl. Oh, gut freigespielt, gutes Ball-Movement. Ah, aber starker Offensiv-Rebound von Simon DuPaul. Gefällt mir jetzt sehr gut die Ballbewegung gegen diese Zone. Und Daubner frei in der Corner. Wird er den noch los? Ah, Millisekunden. Millisekunden. ...24 Sekunden abgelaufen gewesen. Jetzt muss was passieren hier für die Bernauer. Sie brauchen die Punkte. Und wieder stark. Berliner arbeiten da gut am offensiven Brett. Hasseln, was das Zeug hält. Diesmal sind sie leider nicht belohnt worden. Die nächsten Freiwürfe für Jonah. Die Stimmung, 9 Punkte für den Film.
9 Punkte Führung. Das Ding ist hier noch nicht durch. Wir dürfen gespannt sein. Daubner jetzt nochmal aus der Corner. Sitzt diesmal nicht. Und Rousseau mit dem Fastbreak. Barnage mit dem schnellen Abschluss. Und Daubner wieder mit dem Rebound. Und Kosimjakin macht auch das Spiel schnell. Daubner, Kick raus in die Corner auf Simon Dubois-Paul. Und der sieht Martin Seifert. Und das war ein Grown Man's Dunk über Jonah. Aber hat sich dort wehgetan. Wir hoffen, es ist nichts Schlimmes. Ah. Ich hatte gerade eben die Befürchtung, dass da irgendwas mit der Hand passiert ist. Sah sehr wuchtig aus, aber Seifert hat das wieder abgeschüttelt. Steht wieder. Starke Defense von Kosimjakin an Rousseau. Oh, Marley mit dem Ballgewinn. Und Berlin hat ganz viel Zeit. Oh, wild diese Sequenz gerade. Graves weiter mit 9 Punkten vor. Und der nächste gute Pass von Daubner inside, aber dann der Block dort von Jonah an Seifert. Stark gemacht von Jonah. Alles clean. Ball soll wieder inside gehen. Rousseau jetzt mit dem weiten Dreier. Rebound bei den Bernauern. Barnage mit dem nächsten Dreier. Und ein ganz wildes Ding von Elias Rapik, der sich da den Offensiv-Rebound holt und dann noch in der Luft das Ding da irgendwie reinlegt. 75 zu 68. Auszeit für die Berliner. Und ich sag's mal so, die Braves sind prädestiniert dafür, hier richtige Nailbiter zu produzieren. Also, wir dürfen gespannt sein. Jetzt nochmal einen ganz kurzen Schluck aus der Pulle und dann sind wir wieder zurück mit den letzten 2:39 dieses Derbys. Bis gleich. Sorry für die kleine technische Unterbrechung gerade. Jetzt die Berliner erstmal im Angriff. Daubner mit seinem nächsten Dreier, aber der geht daneben. Rousseau. Starker Rebound dort von den Berlinern. Und Marley muss aufpassen, dass er sich nicht trappen lässt, aber zieht das Foul. Drittes Team-Foul. Simon Dubois-Paul wide open. Nicht seine Distanz, lassen ihn da werfen. Oh, jetzt dort das Mismatch. Oh, stark! Andrei Kosimjakin mit dem Steal an Barnage. Und Berlin hat jetzt Zeit, will die Sekunden von der Uhr nehmen. Aber Marley denkt sich einfach, wieso denn?
Sekunden von dieser Uhr nehmen, wenn ich das Ding einfach auf Eis legen kann hier. 78 zu 68. Marley Jean-Louis. Ganz starkes Ding. Und die nächste Auszeit für Bernau diesmal. Jetzt noch 1,26 zu spielen. Und ich liebe ja, wie sich endlich der Nickname etabliert hier. Microwave Marley. Lese ich gerade auch wieder in den Chat. Aber ja, der Mann ist einfach un-effing believable. 20 Punkte. Ich glaube, sein 5. oder 6. Dreier. Einfach nur wow. Auch die Statistiken von der Dreierlinie. Fabelwerte. 46% für die Berliner. 13 von 28. Stark, stark, stark. Auch von der Freiwurflinie. 11 von 12. Fast fehlerlos. Und jetzt 1,26 noch zu spielen. Die Halle steht jetzt. Rousseau am Einwurf. Rapik mit dem starken Dreier am Mann. Ja, da musste selbst Marley kurz mal anerkennend lächeln. Richtig starkes Ding von Elias Rapik. Und da der unnötiger Ballverlust von Andriy Kosymiakin. Und anscheinend war es das hier doch noch nicht ganz. Wir dürfen gespannt sein, was jetzt passiert. Barnett spielt erstmal das Foul. Kosymiakin zieht das da gut. Kosymiakin. Und Marley mit dem Wurf und der starke Rebound von Noah Litzbach. Okay, Kraus in die Corner. Marley Jean-Louis mit seinem nächsten Dreier. Und das ist der Nail in the Coffin. Ich leg mich hier fest. Elias Rapik will das Ding jetzt nochmal verkürzen, muss den Dreier nehmen. Daneben und der nächste Rebound für die Braves. Ganz stark von Daubner. Das Spiel ist hier vorbei. Ganz starke Vorstellung von den Braves. 81 zu 73 gewinnen die Berliner gegen Bernau. Was ein intensives Spiel. Und dieser Sieg ist so wichtig. Dieser Sieg war ein absoluter Kampf. Berlin ganz klar undersized hier in dieses Spiel reingegangen. Und Bernau konnte zu keinem Moment daraus irgendwie Kapital schlagen. Das heißt, zu keinem Moment zwischendrin hat es ganz gut geklappt, aber die Berliner haben dort stark zurückgeschlagen. Gucken wir uns kurz die Statistiken an. Marley Jean-Louis hier für die Berliner 23 Punkte,
5 Rebounds. Philipp Daubner mit 17 Punkten direkt dahinter. Auch André Kosemjakin, starke Werte hier. 6 Punkte zwar nur, aber 8 Assists, 4 Rebounds. Und auch Martin Seifert gut mit reingechippt hier, 9 Punkte. Und auch die Second Unit um Jermaine Fleck herum. Solide Nummern dort aufs Parkett gezaubert. 8 Punkte für ihn, 3 Assists, 1 Rebound. Jetzt kurzer Blick auf die Bernauer. Elias Rapik mit ganz starken 23 Punkten, 8 Rebounds. Akeem Jamal Jonah, 13 Punkte, 5 Assists, 11 Rebounds. Ebenfalls sehr strong. Emir Jovanic mit 11 Punkten, 7 Rebounds. Und die Berliner dürfen sich zu Recht feiern lassen. Das war ein ganz wichtiger Sieg, ein ganz wichtiger Schritt auch in Richtung Heimvorteil und vierter Platz in den Playoffs. Berlin kam da gut raus im ersten Viertel. Haben ganz stark getroffen, auch von der Dreipunktlinie. Bernauer hat dann umgestellt auf eine Zonenverteidigung. Und es sah kurz danach aus, als ob Berlin damit wieder nicht klarkommt. Aber nach der Halbzeit haben sie bewiesen, dass sie sich adjusten können, dass sie gegen so eine Zone bestehen können. Und haben das dann ganz stark gemacht. Irgendwann haben die Bernauer dann wieder umstellen müssen. Und am Ende konnte Berlin das dann mit klasse Fastbreaks und einer intensiven Defense gewinnen. Und haben damit auch den direkten Vergleich für sich gewonnen. Nochmal ein kurzer Blick auf die Statistiken. 47% von der Dreierlinie. Auch 92% von der Freiwurflinie. Starke Werte. Schwierig, solche Spiele dann für Bernau zu gewinnen. Bernau ein bisschen stärker dort aus dem Zweierbereich. 18 von 35, 51%. Auch starke Freiwürfe, 81%. 13 von 16. Nur 27% von der Dreierlinie. Und mit der kurzen Zusammenfassung bedanke ich mich auch nochmal bei unserem Streamteam. Und wir verabschieden uns hier aus Berlin und sehen uns nächste Woche wieder zum nächsten Heimspiel. 15 Uhr Samstag hier in der Sömmeringhalle. Macht's gut. Ciao, ciao und bis bald.